Was wünscht ihr euch normalerweise zum Geburtstag? Die meisten Menschen werden wahrscheinlich antworten, dass sie sich einen geselligen Abend mit Freunden, ein neues Videospiel oder einen Urlaubstag wünschen. Was gibt es Schöneres, als einen Tag lang dem Alltagsstress zu entfliehen und mit Freunden und Familien in eine friedliche Welt abzutauchen? Benjamin H. hingegen hat das anders gesehen. Er hat sich nicht nach materiellen Gütern oder kostbarer Zeit mit Freunden gesehnt, sondern nach einem Mord. Dem Mord an seinem Freund Jonathan H. Am 6. November 2011, einem trüben Sonntagnachmittag, hat ein Pilzsammler bei einem Spaziergang nicht weit vom Leipziger Palmgarten entfernt eine Entdeckung gemacht, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es handelt sich um einen verkrümmten, dürren und leicht bläulich verfärbten Arm, der in Ufernähe im Gras der Weißen Elster gelegen hatte. Nachdem er die Polizei verständigt hat, ist sie so schnell wie möglich gekommen und hat mit Hilfe von Spürhunden den zweiten Arm nur wenige Meter vom Ufer entfernt im Wasser treibend gefunden. Beide Arme waren sauber vom Schultergelenk abgetrennt worden. Der erste Gedanke der Beamten war, dass es sich um einen Selbstmörder handelt, dessen Körper von der reißenden Strömung auseinandergerissen wurde. Bei näheren Untersuchungen stellten die Ermittler aber fest, dass alle 10 Fingerkuppen sauber abgetrennt waren. Die Identität der Leiche sollte offenbar unbekannt bleiben. Nur einen Morgen später haben Polizeitaucher etwa 100 Meter von der ersten Fundstelle entfernt, direkt unter der Zeppelinbrücke, einen zerstückelten Torso entdeckt. Der Kopf konnte nie gefunden werden. Und mit diesen grausigen Funden wurde die Suche nach der Identität des Opfers eingeleitet. Die 30 Beamten der Mordkommission Elster haben begonnen, alle vermissten Fälle mit den Daten der Leiche abzugleichen, konnten aber keine Übereinstimmung finden. Die Polizei hat nach einem jüngeren Mann gesucht, der sportlich, mittelgroß, schlank und schwarzhaarig war. Doch keine der vermissten Personen aus der Datenbank hat auf die optische Beschreibung gepasst, die der Gerichtsmediziner nach seiner Untersuchung abgegeben hatte. 2 Wochen sind vergangen, allerdings ohne Erfolg. In der Hoffnung, neue Hinweise zur Identität des Opfers zu erfahren, hat die Polizei eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Doch trotz der großzügigen Abfindung haben sich keine Zeugen gemeldet. Erst nach einer weiteren Woche hat eine junge Frau namens Maria B. plötzlich angegeben, dass sie ihren Bekannten Jonathan H. vermisse, mit dem sie Anfang November zu einer Cosplay-Convention in Bayern fahren wollte. Ihren Angaben nach hat Jonathan H. bereits sein Ticket, das 150 Euro gekostet hat, bezahlt, seine Freunde aber ohne Erklärung am Leipziger Hauptbahnhof versetzt. Die Beschreibung des Vermissten hat wie die Faust aufs Auge gepasst. 23 Jahre alt, sportlich, schlank, halb Vietnamese mit schwarzem Haar. Nun war es Aufgabe der Polizei, die Identität des toten Mannes mit der des Vermissten abzugleichen. Die Beamten haben die Wohnung von Jonathan H. besucht und feststellen können, dass diese seit einiger Zeit unbewohnt gewesen ist. Zur Entnahme von DNA-Proben sind seine Zahnbürste, ein T-Shirt und Essstäbchen beschlagnahmt und näher untersucht worden. Darüber hinaus hat die Polizei einen maschinell verfassten Brief gefunden, in dem Jonathan geschrieben haben soll: Ich habe keine Lust, Teil dieses Systems zu werden, das ich nicht mag. Deshalb habe ich mich mit einem Freund von außerhalb getroffen, bei dem ich vorläufig unterkomme. Zunächst wurde spekuliert, dass Jonathan untergetaucht sein könnte, aber DNA-Tests haben schnell ein anderes Bild ergeben. Die Proben haben mit denen des Leichnams übereingestimmt. Jonathan H. ist also der Zerstückelte aus der Weißen Elster. Ihr wisst ja, dass es für mich immer sehr wichtig ist, die Opfer in den Vordergrund zu stellen, weswegen ich oft versuche, mehr über deren Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Allerdings konnte ich bei meinen Recherchen nicht viele Informationen über die Kindheit des Mordopfers Jonathan H. finden. Aus den mir vorliegenden Zeitungsartikeln geht hervor, dass Jonathan das Kind einer Deutschen und eines Vietnamesen war. Seine Eltern haben sich noch vor seiner Geburt getrennt und Jonathan hat seinen leiblichen Vater nie kennenlernen können,
da dieser wieder nach Vietnam gezogen ist. Seine Mutter hat ihn streng religiös erzogen und versucht, den Umgang mit anderen Kindern zu vermeiden. Sie hat sich und Jonathan von der Außenwelt abgeschottet und den Kontakt zu Verwandten abgebrochen. Ein Nachbar hat den Medien berichtet, der Junge durfte nicht mal einen Gameboy haben. Für sie war das Teufelszeug. Als Jonathan in die Pubertät gekommen ist, wurde das Verhältnis zu seiner Mutter zunehmend angespannter. Er wollte genau die gleichen Freiheiten wie seine Klassenkameraden haben, was seine Mutter aber nicht wollte, fast schon verabscheute. Im Jahr 2006 hat sie ihn auf die Christophorus-Schule in Dreußig geschickt, eine christliche Schule im Süden von Sachsen-Anhalt, etwa 60 Kilometer von Leipzig entfernt. Dort ging er auf ein Internat, fernab von den Gefahren der modernen Gesellschaft, die seine Mutter so sehr fürchtete. Anfangs sei es ihm schwer gefallen, sich im Alltag zurechtzufinden, weil er anscheinend auf seine Mitmenschen ein wenig zerstreut gewirkt hat. Später hat er sich allerdings eingelebt und viele Freunde gefunden. Für mich ist das Leben im Internat eine neue Erfahrung, hat der damals 18-Jährige in einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung erzählt. Seine Eltern hätten in ihrer Schulzeit auch im Internat gewohnt. Jonathan hatte eine Leidenschaft für Videospiele, Informatik und Physik und hat viele seiner freien Stunden in der Schulbibliothek verbracht, um sich weiterzubilden. Manchmal sei er sogar zu spät zum Unterricht gekommen, weil er die Zeit vergessen habe. Die Lehrer haben aber meistens über das Zu-spät-Kommen hinweggesehen, weil Jonathan ein hochintelligenter Schüler mit hervorragenden Noten gewesen ist. Seine Klassenkameraden haben zu ihm aufgeschaut und ihn für seinen guten Charakter bewundert. Er war zuvorkommend, hat nie schlecht über andere geredet oder auch nur Schlechtes im Sinn gehabt. Es war ihm einfach nicht gegeben, das Schlechte in der Welt zu sehen. Vielleicht ist ihm das zum Verhängnis geworden, erinnert sich ein ehemaliger Mitschüler. Auch sein Schulleiter hat kein schlechtes Wort über ihn verlieren wollen. Er war ein außergewöhnlicher Schüler, unglaublich begabt. Ich hätte mir gewünscht, dass er eines Tages Physik studiert. Im Jahr 2008 hat Jonathan sein Abitur gemacht. In welche Richtung er gehen wollte, war noch nicht ganz klar. Ich interessiere mich einfach für zu viele Dinge, um mich festzulegen, habe er einer Freundin erzählt. Den Kontakt zu seiner Mutter hatte er mittlerweile vollständig abgebrochen. Jonathan hat große Schwierigkeiten gehabt, seinen Alltag zu organisieren und Termine pünktlich wahrzunehmen. Er hat regelmäßig in der IT-Branche gearbeitet und ganze Tage am Computer verbracht, um ein Spiel zu programmieren, das er nie hat beenden können. Außerdem ist er von der Anime-Welt begeistert gewesen, insbesondere von Naruto, und hat sich einmal im Monat mit anderen Manga- und Anime-Fans im McDonald's am Leipziger Hauptbahnhof getroffen. In der Anime-Szene ist er als ein junger Mann bekannt gewesen, der immer freundlich war und stets lächelte. Er sei nie nachtragend gegenüber seinen Mitmenschen gewesen und habe immer versucht, es allen recht zu machen. Jonathan sei homosexuell gewesen, habe es aber nie an die große Glocke gehängt, sodass nur seine besten Freunde davon gewusst haben. Eines Tages hat er auf einer Geburtstagsparty den gleichaltrigen Benjamin H. kennengelernt, mit dem er ähnliche Interessen geteilt hat. Benjamin H. ist ein rothaariger, blasser, eher dünner Mann mit Brille und einem fliehenden Kinn, der aus Arnstadt in Thüringen stammt. Er ist mit seinen Eltern in einem rot getünchten Plattenbau aufgewachsen und wurde von seinen Mitschülern gehänselt, weil er gestottert und angeblich unangenehm gerochen hat. Aufgrund seiner schlechten Noten hat er das Gymnasium nicht länger besuchen und kein Abitur machen können. Obwohl er von einer Karriere als Science-Fiction-Autor geträumt hat, hat er eine Bäckerlehre begonnen. Diese allerdings nach anderthalb Jahren wieder abgebrochen. Anschließend ist er nach Leipzig gezogen und hat sich an einer Ausbildung als Physiotherapeut versucht, bei der er laut seinen Arbeitskollegen allerdings als Einzelgänger aufgefallen sei und morbide Gedanken entwickelt habe. Er habe Pläne geschmiedet, eine eigene Sekte namens Germanitas Nox zu gründen und sich bereits Gedanken zur Struktur seines Kultes gemacht. In dieser Zeit hat er auch Jonathan H. kennengelernt. Die jungen Männer sind schnell Freunde geworden und haben viel Zeit miteinander verbracht, Videospiele gespielt und gemeinsam gekocht.
Nachdem die Polizei Jonathans Identität ermittelt und das Foto des Opfers veröffentlicht hat, haben sich Anfang Dezember 2011 fast 100 Freunde und Bekannte aus der Leipziger Manga-Szene zu einem Trauermarsch in Gedenken an ihn versammelt. Mit dem Verdacht, dass der Mörder aus Jonathans direktem Umfeld kommen könnte, haben die Ermittler jeden Menschen befragt, der mit ihm in Kontakt gestanden hat, und alle Internetverbindungen überprüft. Sogar der Bäcker, bei dem Jonathan seine Brötchen gekauft hat, ist untersucht worden, um den Täterkreis so gut wie möglich einzugrenzen. Im Laufe der akribischen Ermittlungen sind die Beamten auf Benjamin H. gestoßen, den sie vorerst als Zeugen vorgeladen haben. Doch Benjamin ist nicht aufgetaucht und hat sich immer wieder per E-Mail entschuldigt, bis er den Kontakt irgendwann ganz eingestellt hat. Er ist vom Radar verschwunden, hat sich beim Einwohnermeldeamt abgemeldet und keine neue Adresse hinterlassen. Mitte Dezember haben ihn seine Eltern als vermisst gemeldet. Bei der Durchsuchung von Benjamins Wohnung nach Hinweisen über seinen Verbleib hat die Polizei im Bad und in der Küche Blutspuren feststellen können, die Jonathan zugeordnet werden konnten. Die DNA von Benjamin ist zudem mit der auf Jonathans Abschiedsbrief abgeglichen worden und hat übereingestimmt. Wir erinnern uns, dass der Brief, der damals bei Jonathan gefunden worden ist, maschinell abgetippt wurde und nicht als offizieller Abschiedsbrief anerkannt wurde, da eine Unterschrift oder andere Beweise gefehlt haben. Dies hat den Verdacht auf Benjamin natürlich verstärkt. Die Polizei hat sich auf die Suche nach dem mutmaßlichen Täter gemacht, eine bundesweite Fahndung eingeleitet und erneut 5.000 Euro zur Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Von Benjamin hat vorerst jede Spur gefehlt. Bei den Ermittlungen in Benjamins ehemaliger Wohnung hat die Polizei anhand einer alten Handyrechnung feststellen können, dass er vor seinem Verschwinden häufig mit einem Mann aus Kassel telefoniert hat, den er im Internet kennengelernt hat. Daraufhin hat die Kripo begonnen, das Telefon des mutmaßlichen Freundes abzuhören. Mit Erfolg. Bei Gesprächen konnte im Hintergrund ein stotternder Mann gehört werden. Dieser Mann war Benjamin H. Fast 5 Monate nach dem grausigen Fund der Leiche, Mitte April 2012, gegen 21.30 Uhr, hat ein Spezialeinsatzkommando Benjamin in Gewahrsam nehmen können. Schon im Polizeiwagen hat er gesagt, wie leid es ihm tue. Seit 2012 ist der Prozess mit 14 Verhandlungstagen wegen des Mordes aus niederen Beweggründen eröffnet worden. Vor Gericht hat Benjamin H. einen teilnahmslosen, fast eingeschüchterten Eindruck gemacht. Ständig ist er den Blicken des Richters ausgewichen. Außerdem hat er die meiste Zeit sehr leise gesprochen und zusammengekauert zwischen seinen Verteidigern gesessen. Die Anklage hat wie folgt gelautet: Benjamin will einen Menschen sterben sehen und hat aus Mordlust gehandelt. Tonbandaufnahmen, die bei Benjamin sichergestellt wurden, haben bezeugt, dass er davon träumte, einen Homosexuellen zu töten, den Kopf seines Opfers zu zertrümmern und ihn in einem Wald zu vergraben. Aus diesem Grund habe er gezielt Kontakt zu homosexuellen Männern aufgenommen und versucht, sie in seine Wohnung zu locken. Da der Mann, den Benjamin eigentlich hätte töten wollen, nicht in die Falle getappt war, sei die Wahl auf seinen besten Freund Jonathan gefallen. Benjamin wurde vorgeworfen, Jonathan H. am 12. Oktober 2011 in seine Wohnung eingeladen zu haben, wo das Opfer ihm ein Geburtstagsessen kochen wollte. Überspringt am besten die nächsten 30 Sekunden, solltet ihr getriggert werden, wenn über grausame Gewalt oder Vergewaltigung gesprochen wird. Benjamin H. habe bereits alles für den Mord vorbereitet. Materialien wie Folie, Müllsäcke, Reinigungsmittel und Geräte zum Zerlegen der Leiche bereitgestellt. Was genau geschehen ist, lässt sich nicht mehr vollständig rekonstruieren. Aber die Ermittler gehen davon aus, dass Jonathan im Schlafzimmer mit einer Eisenstange bewusstlos geschlagen, gefesselt, vergewaltigt und kastriert, anschließend ins Bad geschleift und dort mit mindestens 22 Messerstichen getötet worden ist. Nach etwa 20 Minuten habe Benjamin die Leiche mit einem Sägemesser zerstückelt, die Leichenteile in Müllsäcke gepackt, in seinem Kühlschrank gelagert und in der nächsten oder übernächsten Nacht in der Weißen Elster entsorgt. Nur wenige Stunden nach dem Mord ist Benjamin bei einem anderen Freund erschienen, der für ihn eine Geburtstagsfeier organisiert hatte. Die anderen Gäste, die auch als Zeugen vorgeladen wurden,
sagen aus, dass sein Verhalten nicht anders als sonst gewesen wäre. Also völlig, in Anführungszeichen, normal. Zunächst hat Benjamin die Vorwürfe, Jonathan kastriert und vergewaltigt zu haben, widerrufen und bestritten. Ein von den Verteidigern aufgenommenes Video, in dem Benjamin seine Tat während eines Verhörs gestanden hatte, hat die Richter jedoch von seiner Schuld überzeugen können. Als Motiv hat Benjamin angegeben, dass er unbedingt einen Homosexuellen töten wollte, weil er als Kind missbraucht worden sei. Nach Einholung eines Sachverständigengutachtens durch Karl Ludwig Kröber, der Benjamin H. eine schizoide Persönlichkeitsstörung bescheinigte, hat die Verteidigung auf einen Freispruch wegen Unzurechnungsfähigkeit und auf die Unterbringung in einer Psychiatrie plädiert. Die Staatsanwaltschaft hingegen hat eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. In der Urteilsverkündung hat der Richter Hans Jagenlauf angeführt, dass Benjamin nur wenig Zuneigung von seiner Familie erhalten und Bindungsstörungen entwickelt habe, die es ihm schwer gemacht hätten, Beziehungen mit Frauen einzugehen. Er sei nicht in der Lage gewesen, mit seiner eigenen Sexualität umzugehen und habe versucht, sich an Gewaltszenen aus Filmen zu orientieren. Entsprechend hat Jagenlauf beschlossen, dass Benjamin zu 14 Jahren Haft und einer unbefristeten Einweisung in eine forensische Psychiatrie verurteilt werden sollte. Darüber hinaus ist argumentiert worden, dass Benjamin immer noch gefährlich sei und dringend therapeutische Maßnahmen bräuchte. Es sei fraglich, ob er jemals wieder auf freien Fuß kommen werde. Benjamin habe andere Gewaltverbrecher und Psychopathen als Freigeister verehrt und den Mord bis ins kleinste Detail geplant. Ich finde diesen Fall unglaublich tragisch und kann nicht begreifen, warum Jonathan sterben musste. Alle Quellen, auf die ich gestoßen bin, haben ihn als einen gutmütigen und hilfsbereiten jungen Mann beschrieben, der von allen geliebt wurde. Es ist unverzeihlich, dass sein Leben auf so grausame Weise enden musste. Was hat Benjamin dazu getrieben, seinen eigenen Freund, seinen besten Freund, so brutal zu töten? Eigentlich eine sinnlose Frage, weil den Grund für die Tat werden wir vermutlich nie verstehen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass alle Informationen, die ich aus dem Internet entnehmen konnte, aus Zeitungsartikeln stammen und entsprechend reißerisch aufgearbeitet worden sein könnten. Auch wenn ich versucht habe, mich hauptsächlich auf sachliche Medien zu beschränken. Die Boulevard- und Klatschpresse hat Benjamin als den Manga-Killer bezeichnet und die Manga-Szene immer wieder in ein schlechtes Licht gerückt, sodass ich bei meinen Recherchen vor allem bemüht war, alle vorurteilbehafteten Thesen herauszufiltern. Ich finde es immer wieder beschämend, wie die Medien mit solchen Themen und den trauernden Familien und Freunden umgehen. Bei meinen Recherchen bin ich sogar auf Forenbeiträge auf der Seite Animex gestoßen, in denen sich die Mitglieder gegenseitig davor gewarnt haben, mit den Medien zu sprechen, um kein falsches Bild von Jonathan oder der Manga-Szene zu vermitteln. Was denkt ihr über diesen Fall? Haltet ihr das Urteil für angemessen oder hättet ihr angesichts der Brutalität eine härtere Strafe erwartet? Und wo ist Jonathans Kopf? Ich finde es so grausam, dass Jonathans Kopf bis heute nicht gefunden worden ist und dass Benjamin keine Angaben zum Fundort gemacht hat. Selbst der Richter hat an den Täter appelliert, den Ermittlern mitzuteilen, wo er den Kopf versteckt hat, damit Jonathan wenigstens die letzte Chance auf einen würdigen Tod erhält. Warum sträubt sich Benjamin so dagegen, das Versteck zu verraten? Sie waren doch beide Freunde. Sollte er nicht wenigstens ein wenig Reue zeigen und Jonathan ein ordentliches Begräbnis ermöglichen? Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like, Kommentar und/oder Abo. Mit nur 2 Mausklicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr diesen Kanal enorm und regt gleichzeitig den Algorithmus an. So wird das Video und der Kanal Leuten vorgeschlagen, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.